Durch den Limfjord vom Festland getrennt ist Vendsyssel die nördlichste Region des Königreichs Dänemark. Die Lage zwischen den Meeren bringt es mit sich, dass man hier die größten Wettergegensätze erleben kann. Und so bietet Nordjütland eine interessante Wetter- und Naturlandschaft voller Kontraste. Eine vom Wind geprägte Nordseeküste mit fantastischen Bademöglichkeiten und Dünengeländen sowie ruhige und kinderfreundliche Ostseestrände. Die Jammerbucht im Westen Vendsyssels gehört zu den beliebtesten Badeplätzen an der Nordsee überhaupt. Das Gebiet wird auch Dänische Riviera genannt. Vor allem die Strände der Badeorte Løkken und Blokhus, an denen man bei jedem Wetter bis ans Wasser fahren kann, sind beliebte Ziele für Einheimische und Urlaubsgäste. Hoch im Norden findet sich Dänemarks Pendant zur Wüste Sahara, die Wanderdüne Rabjerg-Mille. Die Düne ist bis zu 40 Meter hoch und umfasst eine Fläche von 1,2 Hektar. Das Nordsee-Ozeanarium in Hirtshals ist das größte Aquariumbecken Nordeuropas und beinhaltet 4,5 Millionen Liter Meerwasser auf einer Grundfläche von 22 mal 33 Meter bei einer Tiefe von 8 Meter. Nicht weit von Lønstrup liegt die berühmte alte Marup-Kirke, nur ein paar Meter von dem Steilhang. Erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt, ist sie eine von 10 romanischen Dorfkirchen, die man in Vendsyssel finden kann, beziehungsweise nicht mehr vollständig finden kann. Denn wegen der Einsturz- und Absturzgefahr nahe der Steilküste ist die Kirche in 2008 abgebaut worden. Auch Løkken ist in jedem Fall einen Besuch wert. Hier kommen die leckersten Bonbons aus ganz Dänemark her, wobei die Bonbonfabrik nichts mit einer Fabrik zu tun hat. Vielmehr ist es ein kleiner Laden, wo man auf Bänken genau beobachten kann, wie die Süßigkeiten hergestellt werden. In Saltum, inmitten der reizvollen nordjütländischen Natur zwischen Blokhus und Løkken, liegt Farup Sommerland. Der Freizeitpark ist ein wirklich lohnender Ausflugsort, der in entspannter und ungezwungener Atmosphäre zahlreiche Aktivitäten für die gesamte Familie bietet. Vielfalt und Kontraste, beides trifft auf Aalborg zu. Eine Stadt voller Lebensfreude. Der Horizont ist weit und innerhalb eines kleinen Stadtgebietes finden Sie Züge einer Großstadt und Oasen eines Dorfes. Die Feriepartner-Ferienhäuser dieser Region sind individuell ausgestattet und bieten jeglichen Komfort für den Ferienhausurlauber. Auch Aktiv-, Angel-, Familien- oder Haustierurlauber finden ein speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Ferienhaus. Informieren Sie sich unter feriepartner.de oder direkt bei einem der örtlichen Feriepartnerbüros, wie hier in Blokhus in der Jammerbucht. Einen schönen Aufenthalt in Dänemark wünscht Ihnen Feriepartner mit freundlicher Unterstützung von Visit Denmark.